Also eigentlich nichts. Genau. Sie sind so undurchsichtig wie unser Grundwasser. Gut, dass Sie uns in Ruhe lassen. Achso, übrigens, falls euch jemand fragt, Deutsche Bahn und Deutsche Bundesbahn ist eben halt schon ein Unterschied. Mach's gut, Wenzel. Du warst immer ein treuer Gefährt. Mein Freund, mein Helfer, mein Sidekick. Ich war dein Sidekick? Ich dachte immer, du wärst mein Sidekick. Was? Naja, Wenzel ist in diesem Spiel der Sidekick, also, ja. Du bist sicher traurig, dass du nicht mit kannst. Aber lass uns nicht wehmütig werden. Keine Sorge, immerhin hast du mir deine Sachen versprochen. Ein kleines Trostpflaster für diesen enormen Verlust. Du Idiot, Rufus. Glaubst du auch, dass es in Elysium unendlichen Reichtum gibt? Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem, was ich habe. Tja, aber ich werde viel mehr davon haben, mein armer, armer Wenzel. Das lasse ich jetzt mal so stehen. Ich könnte natürlich was sagen, aber das wäre natürlich ein Spoiler auf die anderen Teile, also nein. Glaubst du auch, dass in Elysium niemand arbeiten muss? Moment mal, du arbeitest doch auch jetzt nicht. Ich sag ja, ich gehöre dahin. Es stimmt sogar. Glaubst du auch, dass die elysianischen Frauen die schönsten überhaupt sind? Ich habe eigentlich nie verstanden, warum du nicht mehr mit Toni zusammen bist. Und darum wirst du auch für immer in diesem Kaff versauern. Ich habe Besseres verdient, als mir ständig Vorträge über Faulheit und Unzuverlässigkeit anzuhören. Also, warum man nicht mit Toni zusammen ist? Ja, da war dieser blaue Elefant, ne? Wegen des Plans. Gibt es Probleme? Probleme? Nein. Nein, nein, nein. Der Plan ist perfekt, aber... Naja, wobei... Eigentlich war das ein Zeitreisen. Aber egal. Der Koffer passt nicht mehr in die Kapsel. Was passiert, wenn ich alles verstaut habe? Diesmal wird es klappen. Der Koffer passt nicht mehr in die Kapsel. Hast du etwa nicht daran gedacht, ein Staufach einzubauen? Klar habe ich daran gedacht, aber... Wo ist dann das Problem? Ich sagte doch, es gibt kein Problem. Der Plan ist perfekt. Und wer bin ich dir zu widersprechen? Ein Nichts. Noch was? Was passiert, wenn ich alles verstaut habe? Dann warten wir auf den Organon-Kreuzer. Sobald er da ist, zündest du die Lunte an und nichts wie ab in die Kanzel. Du hast die Harpune doch kalibriert, oder? Noch nicht, aber dafür ist ja wohl noch Zeit. Puh, wenn du meinst. Also packen, kalibrieren, Lunte zünden. Und puff, katapultiere ich mich in die azurne Bläue der oberen Sphäre. Naja, zumindest besteht die Chance, dass der Magnet den Kreuzer trifft. Aber... Nichts aber. Diesmal wird alles klappen. Ich werd's dir zeigen. Ich werd's allen zeigen. Es wird auf jeden Fall sehenswert. Noch irgendwelche Probleme? Es war bisher immer sehenswert. Diesmal wird es klappen. Ich weiß es einfach. Klar, Rufus. Natürlich. Keine Probleme. Wieso? Natürlich nicht. Wie komme ich bloß darauf? Na gut, dann... Ich mach mich dann mal wieder an die Arbeit. Besser ist das. Du hast nicht mehr viel Zeit. Ja. Der Aszendator. Mein Meisterwerk. Ich habe sehr lange daran gearbeitet. Bestimmt seit Montag. Na dann. Dann ist es natürlich definitiv in trockenen Tüchern, dass du auf dem Organon-Kreuzer landest. Wir alle glauben doch nicht dran, oder? Staufach. Ah, da ist die Batterie. Bei meinem Wurzel braucht er eigentlich eine Batterie. Irgendwie muss ich Platz für meinen Koffer schaffen. Na gut, dann... So, und nun? So, und wohin jetzt damit? Na, geht doch. So, und dann, Wenn ich den Sitz ausbauen würde, könnte sie dahin passen. Aber wie hält sie denn? Und wichtiger noch, wo soll ich sitzen? Du Idiot. Hm.
Kann man den nicht irgendwie ausbauen oder so? Das sitzt auch so schon fest genug. Ja, das ist gar nicht, Junge. Das ist draußen. Warum hast du überhaupt nicht die Batterie irgendwie woanders hingezogen? Auf den kann ich vielleicht am ehesten. Na gut, dann. Kein Problem. Dann wird's. Mist, der ist ja festgeschraubt. Kann ich den irgendwie vielleicht so? Das sitzt auch so schon fest genug. Ja, vielleicht kannst du ihn abschweißen. Ich weiß ja auch nicht. Mein treuer Schraubenschlüssel. Warum stand der eigentlich nicht auf der Liste? Ach, egal. Gut, dann packen wir ihn halt ein. Vielleicht können wir dann ja den Sitz irgendwie abschrauben. So. Auf den kann ich vielleicht am ehesten verzichten. So, danach haben wir hier die Schiene. Vielleicht können wir dann... Aber wie hält sie dann? Und wichtiger noch, wo soll ich sitzen? Ja, setz dich auf die Batterie. Aber wie hält sie dann? Und wichtig... Na gut, dann, das war der Sitz. Okay. Ja, dann, würde ich eben halt nochmal mich auf die Suche eben halt machen nach... ja, eben halt, nach einem Ersatz, vielleicht kann, okay, den Pömpel kann ich nicht mehr mitnehmen. Und das brennt immer noch, Leute, das stört ihn ja nicht. Gut, vielleicht wird Tonys Hütte abbrennen. Naja, man kann nicht alles haben, Tony. Ein sattelförmiger Kasten, der Klassiker. Er versperrt mir den Weg ins Dorfzentrum. Dieser halb so wild. Ich muss eh in die andere Richtung. Dieser Dorftrottel. Hallo, Hanek. Hi. Na, Rufus. Ach, ich bin so schlecht mit Namen. Kenn ich, mein Freund. Ist der Tunnel etwa wieder gesperrt? Ja, es gab einen Einsturz im Sektor 7. Schon wieder eine Schrottlawine? Dieser ganze Müll geht mir so auf den Senkel. Gut, dass ich bald hier weg bin. Ach. Wisst ihr das? Oh ja. Naja, zumindest nicht durch diesen Tunnel. Entschuldigung, es ist einfach nur herrlich. Dieses Lied ist einfach, keine Ahnung, es hat was. Hast du Toni irgendwo gesehen? Toni? Groß, grantig, speit Feuer. Meine Ex-Freundin. Ach, Toni. Die ist doch bestimmt in ihrem Laden und muss arbeiten, wie jeder andere Mensch. Anwesende ausgeschlossen. Ich werde endlich hier wegkommen. Schon wieder einer deiner brillanten Pläne? Diesmal kann nichts schiefgehen. Das aber sicher. Und ich nehme mal an, dass du hier rumläufst, hat auch nicht mit irgendwelchen Problemen zu tun. Hat es auch nicht. Ist doch gut. Naja, ich meine, das ist nicht einer der brillanten Pläne, sondern das ist ein spektakuläres Rufus-Manöver. Kennst du nicht den Unterschied, mein Freund? Naja, der Plan an sich ist perfekt, aber... Jetzt kommt es. Ich muss nur noch die Kapsel startfertig machen, die Harpune ausrichten, die Lunte zünden und los geht's. Aha. Und dann? Dann lenken die Raketen einen starken Elektromagneten direkt auf den vorbeifahrenden Organon-Kreuzer zu. Die Fluchtkapsel ist über eine lange Kette mit dem Magneten verbunden. Sobald der Magnet erst einmal am Kreuzer haftet, kann ich die Kette über eine pedalbetriebene Winde einziehen. Ich verstehe. Und dann? Dann bringt mich der Kreuzer auf direktem Wege nach Elysium. Na, ich kann mir nicht vorstellen, wie das schiefgehen könnte. Verdammt, ist dieses Lied im Hintergrund schön. Entschuldigung, das ist einfach... Na? Ich habe den Sitz ausgebaut. Aber wohin jetzt mit der Batterie? Und wo soll ich sitzen? Tja, du bräuchtest so eine Art Sitz mit Batteriefach. Ein Sitz mit Batteriefach? Sowas gibt es doch gar nicht. Und ob? Ich hatte mal einen. Und er war auch ganz bequem. Bis ich den Schalter gefunden habe. Okay... Aber normalerweise muss ich auch sagen, dass das tatsächlich einer der Kritikpunkte an Deponia ist, die ich zum Beispiel habe. Und zwar, dass sich diese Musik eigentlich immer wiederholt. Es ist wirklich so.
Ich habe den Sitz ausgebaut. Aber wohin jetzt mit der Batterie? Und wo soll ich sitzen? Tja, du bräuchtest so eine Art Sitz mit Batterie. Ein Sitz mit sowas gibt. Und er war auch. Entschuldigung. Also ich meine in Deponia 1. In Deponia 2 ist es da bei weitem wieder mehr abwechselnd. Ich krieg das schon hin. Sicher. Also in 3. Ich schreib dir eine Karte aus Elysium. Mach das. Na gut, dann wollen wir mal sehen, ob dieser Briefkasten vielleicht. Ah, wir können klingeln. Bitte! das ist ja eine super Klingel. Ist das so ein. Das ist nur Deko. Echt. Danach haben wir hier den Sitz. Bam, 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 bam. Ha, passt. Was auch immer das für ein Sitz ist. Bam. Ha, passt. So, der Fluchtapparat ist flott. Jetzt muss ich nur noch die Harpune kalibrieren. Yeah. Gut. So, blöd, dass zwei Richtungen beim Steuerhebel blockiert sind. Aber wer braucht die schon? Hauptsache, das Fadenkreuz zeigt gleich auf die Bahnstrecke und ich bin weg. Ha, das wird ein Kinderspiel. Ja, Kinderspiel. Wenn ich es eben halt nicht schaffe, dann, ja, ne? Hä? So, dann mache ich auf jeden Fall. Ja. Also, wie gesagt, dann überspringe ich das eventuell. Es kann sein. Ich weiß es nicht. Aber ich versuche eben halt trotzdem jedes Rätsel erstmal zu machen. Ja, vielleicht kann ich ja irgendwie. Danach vielleicht so. Mist. Es geht nicht. Vielleicht doch. Oh ja. Nein! Nein! Nein, 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 nein. Aber es geht doch gar nicht. Mist. Hallo, Johann Müller-Michaelis. Ich mach mich grad zum Volldeppen. Das gibt's doch gar nicht. Doch. Bei einer Marke hier einfügen, bitte. Nein. Mist. Oh ja. Vielleicht. Nein, 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 nein. Hm.
Vielleicht kann ich ja auch noch mal. Ich wusste schon, dass ich dieses Rätsel hassen würde. Wisst ihr was, wir ausspringen. Ich hab's. Nur noch die Lunte zünden und bam. Ich weiß, das ist extrem faul, aber... So, das sollte es gewesen sein. Halte dich bereit, Wenzel. Ja. Hallo, Rufus. Toni, musst du hier so rumschleichen? Das ist immer noch mein Haus. Du erinnerst dich? Es ist nicht mehr ganz so offensichtlich, seit jemand den Briefkasten gestohlen hat. Aber das bringt mich auf etwas. Ich soll dir diesen Brief geben. Ein Brief? Rufus, es wird langsam Zeit. Ja, und wie? Sorry, Toni, aber der Zug ist abgefahren. Sobald die Lunte brennt, bin ich für immer aus deinem Leben verschwunden. Schön wär's. Toni. Du kannst ein Abenteuer wie Rufus nicht verstehen. Jetzt bereust du sicher einiges von dem, was du gesagt hast. Stimmt. Angefangen bei, du kannst ja trotzdem bei mir wohnen. Dies ist der finale Abschied. Zum Jubeln ist es noch zu früh. Nichts von dem, was du sagst, kann mich jetzt noch aufhalten. Ein Glück. Dann kann ich zumindest nichts Falsches sagen. Ich glaube, die mag uns. Es ist zu spät. Du kannst mich noch so sehr bitten. Ich werde dich nicht mitnehmen. Kann ich das schriftlich haben? Warum bist du hier? Hast du etwa immer noch Hoffnung, dass ein Wunder geschieht? Ein Wunder wäre es, wenn du tatsächlich endlich verschwendest. Aber wenn es wieder einmal nicht klappt, sehe ich wenigstens, wie du dich verletzt. Das ist natürlich immer schön. Ich gehe fort. Für immer. Ich habe aufgehört, darauf zu hoffen. Na gut, dann... Ciao, Baby. Rufus? Passt doch. Achso, muss ich jetzt die Lunte zünden? Achso. So, danach, Jetzt wird's spannend. Achso. Okay, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir... Und Horrido! Horrido! Und ciao, Rufus. Ja, vielleicht sollte ich mal den Brief lesen. Sehr geehrter Herr... Wir freuen uns, Sie bla 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 bla. Kommt mal zum Punkt. Leider verzögert sich die Lieferung Ihrer Schrauben um ein paar... Beiliegend finden Sie noch einen Gutschein für eine Schachtel Nieten. Wir bitten, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Mit freundlichen Grüßen. Moment mal. Schrauben? Es gibt Szenen, die möchte ich einfach tausendmal ansehen. Oh, er hat's geschafft. La. Was für ein Gewurstel. Hey. Und da ist ja auch mein Koffer. Er muss sich in der Kette vertüdelt haben. Wie geplant. Ja, wie geplant. So, danach nehmen wir eben halt alles wieder in unser Inventar mit. Warum wir auch immer, warum wir eben halt auch einiges eben halt im Koffer hatten. Es bleibt uns eben halt immer ein Rätsel. Ein gut geöltes Getriebe. Ja, und dann würde ich eben halt auch sagen, dass... War's eben halt vom ersten Part von Deponia 1. Ich freue mich, euch im zweiten Part wieder zu begrüßen. Euer Nicodemus.